Okay, Leute, ja, wir sind wieder hier bei Let's Play Obscure und ich glaube, es geht. Hier geht's nicht weiter. Oh Gott. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Soll ich jetzt in hier einen Speicher setzen noch? Ja, gut, ich habe noch zwei Stück. Benutze ich. Zack. Sperren Alles erfolgreich. aufgenommen. Dankeschön. Gut, dann gehen wir hier durch. Wow, was passiert hier? Hier gibt's nichts mehr für uns. Nein, da wollte ich noch nicht lang. Da will ich noch nicht lang. Ich will erst in die andere Tür schauen. Oh! Gott! Hier gibt's nichts mehr für uns. Na gut, das war jetzt irgendwie sinnlos. Aber egal. Hätte ich gar nicht rein müssen, nur um den Typen hier zu töten. Boah, wieso bebt hier alles? Ich glaube, ich spinne. Na gut. Ich weiß, dass hier noch was sein muss. Was haben wir hier? Eine Speicherdisk, schön. Hier haben wir einen Energiedrink. Klebeband. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Was ist hier unten? Subjekt 22, 17. Februar, Alter 17, Blutgruppe 0 negativ. Vorbereitungen für Test Nummer 1735. Vorbereitung unter sterilen Bedingungen. 50 Stunden bei 37 Grad. 7,2 Milligramm pro Millilösung. Weiß nicht, was sind das? Ach, Milliliter. XGM. 100 Mikromol Methyldioxid in einem Tupfer mit 100 Mikromol Phosphat. pH-Wert 7,8. Zeitdauer der UV-Bestrahlung nach Injektion des Wirkstoffs 72 Stunden. Wartezeit vor der Injektion des Mittels 20 Tage. Symptomatikstufe Stufe 3 Metastasen. Reaktion auf das Mittel Tag 1. Allgemeinzustand stabile Symptomatik. Körpertemperatur 33 Grad. Tag 2. Allgemeinzustand instabile Symptomatik. Körpertemperatur 38 Grad. Tag 3. Allgemeinzustand schwere Blutungen. Körpertemperatur 43 Grad. Fehlschlag. Subjekt verstorben. Schlussfolgerung: Bei Menschen ist der durch das XGM ausgelöste programmierte Zelltod durch das Entstehen einer Belastung durch Sauerstoffaufnahme bestimmt. Diese Belastung muss kontrolliert werden. Meine Güte. Oh Gott, was ist hier? Ich glaube, das geht gleich hoch. Aha. Kann ich das ausschalten? Gut, habe ich genug Munition? Nachladen. Oh Gott. Oh mein Gott. Das ist ekelhaft. Aber was mit diesem armen Menschen passiert? Hier ist noch was, ich weiß das. Gut, schieben wir das Ding mal weg. Worauf wartest du, Mann? Kämpf! Ja, ist gut. Bleib ruhig, Junge. Ich bin ganz sicher, hier ist noch was. Cool. Eine Laserwaffe? Ja, geil. Kühlt er sich auch wieder ab? Den benutze ich mal, cool. Hier gibt's nichts mehr für uns. Kann ich den, warte mal ganz kurz, Lampe kombinieren mit Laser? Habe ich noch eine Lampe?
Bitte mit dem Laser benutzen. Hier gibt's nichts mehr für uns. Okay. Cool, ein Laser, das ist ja natürlich echt genial. Hier ist eine Leiter. Oh ne, ich wollte jetzt erst in die Tür schauen. Scheiße. Fuck. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Ich geh nochmal runter. Erstmal hier reinschauen. Bin ich jetzt wieder... Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Das heißt, ich muss jetzt hier, glaube ich, entlang. Ja, genau, ich weiß, wo ich hier bin. Kann ich hier durch jetzt? Ne, ist immer noch abgeschlossen. Okay. Habe ich unendlich jetzt genau was zu tun? Ja, ist ja gut. Habe ich jetzt unendlich Schuss für den Laser? Das wäre natürlich echt nett. Das würde mein Munitionsproblem gewaltig lösen. Ich schaue jetzt erstmal da hoch, vielleicht ist da oben irgendwie der Schlüssel. Bin ich denn hier? Eine Laserwaffe, das ist aber echt cool. Das freut mich. Ah, aha, okay. Aber wie geht's weiter? Hier ist noch was, ich weiß das. Hoffentlich kühlt es sich auch wieder ab. Schauen wir mal ganz kurz. Na komm, kann ich da irgendwas machen? Na gut, ich glaube, die kühlt sich nicht ab. Das ist schlecht. Ich würde gerne wissen, ob ich das auch... Oh Gott. Hier gibt's nichts mehr für uns. Wie geht's denn hier weiter? Hier gibt's nichts mehr zu holen. Gehen wir mal kurz zurück. Gibt's nichts mehr für uns. Ist aber alles echt extrem seltsam. Okay, es gibt in dieser Bibliothek scheinbar noch irgendwas. In dem verschlossenen Kästchen oder was auch immer. Ich glaube nicht, dass ich hier umsonst hier hoch kann. Ich glaube, ich muss hier schon weiter. Gut, nur wie? Was ist hier alles? Ist hier noch irgendwas? Nein. Hier gibt's nichts mehr für uns. Also hier kann ich auf jeden Fall nicht weiter. Und ich habe ja auch noch diese vier Statuen. Die bestimmt auch... Nein, ich will da nicht rein. Die bestimmt ja auch noch irgendeinen Sinn haben. Ich kann die Schreibtischschublade nicht öffnen, sie sind abgeschlossen. Kann ich die benutzen? Nein, okay, kann ich nicht benutzen. Habe ich noch irgendwo einen Schlüssel? Lehrerzimmer, das sind die... Ich bin ganz sicher, hier ist noch was.
Seltsam. Ich. Ah, soll ich das noch vorlesen? Ja, das lesen wir vor. Die Gemeinde traut um Leonard Friedman. Mit ihm verliert die Stadt einen brillanten, gewissenhaften, dynamischen Forscher. Leonard hat stets die Arbeit der beiden Brüder vorangetrieben, ohne dabei vor Hindernissen zurückzustehen. Scheiße, jetzt habe ich es weggeklickt. Nein, warte, warte ganz kurz. Hinweise? Nein, hier. Die wissenschaftliche Gemeinschaft erklärt trotz der Differenzen mit dem Brüderpaar, er war einer von den wenigen, die uns mit 7 Meilenstiefeln Fortschritte machen ließen. Wie alle Ereignisse im Zusammenhang mit diesen ungewöhnlichen Familie auch ist, ist auch der Tod von Leonard Friedman rätselhaft. Obwohl er ein guter Pilot war, verlor Leonard die Kontrolle über sein Flugzeug und stürzte ins Meer. Sein Zwillingsbruder Herbert und der einzige Überlebende dieses schrecklichen Unfalls wurde aus der offenen See vor Long Island gerettet. Okay, gut. Okay, es waren 3 Brüder. Interessant. Gut. Ist hier noch irgendwas? Ist das schon irgendwie? Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Mal kurz hier raus. Wird mir wahrscheinlich eine ganz böse Überraschung jetzt gerade treffen. Hier gibt's nichts mehr für uns. Kann ich hier raus? Er hat die Tür von außen verschlossen. Er muss auch infiziert sein. Ja, super. Okay, gut. Irgendwie weiß ich gerade nicht mehr weiter. Hier gibt's nichts mehr für uns. Ja, ja, sehr gut. Na gut, Leute, ich weiß gerade, wie gesagt, nicht weiter. Ich werde jetzt hier noch eine Speicherdisk setzen. Speichern. Für Speichern, ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch offscreen ein bisschen rumschauen und dann, wenn ich was gefunden habe, werde ich es euch mitteilen. Gut, dann bis morgen. Ciao.